Und damit herzlich willkommen zu einer Pokémon-Challenge. Und zwar kann man Pokémon Feuerrot nur mit Porenta durchspielen. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele von diesen Pokémon-Challenges inzwischen auf YouTube. Es gibt ganze Kanäle, die ihren kompletten Content darauf basieren, solche Challenges zu machen. Ich wollte es auch mal probieren. Dementsprechend, wenn euch das gefällt, ich würde mich sehr, sehr über ein Abo freuen und sehr, sehr auch über einen Like. Es würde mich super freuen, wenn wir vielleicht 250 Likes schaffen würden. Und dann kann man in Zukunft vielleicht gerne nochmal so eine Challenge machen. Ich möchte natürlich auch noch hinzufügen, das ist die erste Challenge, die ich bisher überhaupt in diese Richtung irgendwie gemacht habe. Das Ganze wird noch nicht perfekt sein. Dementsprechend, ich bin gerne offen für Verbesserungsvorschläge und falls ihr auch Vorschläge habt, mit welchem Pokémon ich eventuell mal irgendein Spiel durchspielen soll, dann nennt mir das gerne auch unten in den Kommentaren. Dann kommen wir aber erstmal zu der Challenge. Und zwar besteht diese Challenge darin, die Top 4 zum ersten Mal zu besiegen. Und zwar alles nur mit einem Porenta. Daher habe ich einfach als Starter Porenta eingestellt, damit ich es eben direkt nehmen kann. Hab das Spiel sonst prinzipiell gelassen. Allerdings gibt es hier natürlich jetzt auch noch ein paar zusätzliche Regeln. Erstens, es darf nur Porenta im Team sein. Die Ausnahme ist, wenn ich VMs brauche, dann darf ich mir ein Pokémon dafür reinholen. Allerdings in Kämpfen darf nur Porenta verwendet werden. Ich darf keine Items im Kampf nutzen. Die Ausnahme sind Items, die ich tragen kann. Generell werde ich keine Glitches und keine Exploits abusen, denn wir wollen das Spiel schon richtig durchspielen. Dann werde ich versuchen, so wenig Kämpfe wie möglich zu machen. Das bedeutet, ich werde auf einer Route nur die Trainer machen, die ich machen muss, um weiterzukommen und werde alle anderen Trainer auslassen und ich werde auch nicht gegen wilde Pokémon kämpfen. Sollte ich an einer Stelle nicht weiterkommen, dann werde ich allerdings ein bisschen trainieren, denn wie wir es nachher am Anfang der Challenge sehen würden, tatsächlich brauche ich das an einer Stelle auf jeden Fall. Dann eine Regel, die ich mir auch noch gesetzt habe, und zwar sollten Kämpfe zu krass werden und sich zu lange ziehen, sodass ich 10 Stunden an einem Kampf sitzen müsste, dann darf ich mit Save States arbeiten, was bedeutet, ich kann mitten im Kampf quasi einmal speichern und zu diesem Punkt immer wieder zurückgehen. Das Ganze ist quasi einfach nur eine Zeitersparnis für mich. Ich hoffe, damit habe ich alles geschafft. Dann gehen wir jetzt mal ins Game. Natürlich macht man am Anfang mal die obligatorischen Sachen. Dementsprechend bin ich der Barzi und ich habe meinen Rivalen Liam genannt, denn Parsi ist nicht unbedingt der größte Fan von Porenta und ich dachte mir, hey, weißt du was, wenn ich das mit Porenta spiele, dann will ich als Rival noch Liam haben, um ihm eins reinzudrücken, dass ich mit Porenta gegen ihn gewonnen habe. Nachdem wir unseren Starter abholen, nimmt der Liam auch seinen Starter. Das habe ich extra so eingestellt, dass er Shiggy bekommt, denn Shiggy ist sein Lieblingsstarter aus der Generation. Und dann dachte ich, komm, den geben wir ihm, drücken wir ihm noch eins mehr rein, dass wir ihn dann am Ende mit Porenta auseinandernehmen. Nachdem wir dann den Kampf auch gegen Liam gewonnen haben, ging es weiter. Und zwar prinzipiell kurz Eichpaket abholen, abgeben, Pokédex holen und dann Richtung Mamoria City. Den zweiten Kampf gegen Liam vor der Pokéliga kann man hier auch ausfallen lassen. Es ist tatsächlich nur nötig, einen einzigen Kampf im Matania-Wald zu machen. Und zwar gegen den letzten Trainer. Dementsprechend haben wir jetzt ein Level 6 Porenta und müssen damit jetzt gegen Rocco kämpfen. Und ich hatte es tatsächlich ein bisschen versucht. Das Problem ist, selbst wenn wir durch Sandwirbel das Glück haben, dass der Gegner nicht eine einzige Attacke trifft, wir haben nicht genug Tackle-AP, um Kleinstein und dann auch noch Onix zu besiegen. Und ja, die nehmen uns mit einem Felsgrab komplett aus dem Leben. Dementsprechend, rein theoretisch könnte man sagen, komplett ohne Kämpfen, kann Porenta hier ums Verrecken nicht weiterkommen. Dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich werde ein bisschen trainieren, habe die Trainer gemacht etc., bis Porenta dann Level 11 war und habe es weiterhin versucht. Allerdings hat das Ganze auch nichts gebracht, denn ich saß da wirklich eine Weile und habe versucht, es eben mit dem Sandwirbel und dem Schnabel zu schaffen. Allerdings, es hat einfach nicht funktioniert. Porenta ist in der Hinsicht leider immer noch zu schwach und hat auch nicht gerade den besten Typenvorteil. Dementsprechend habe ich dann mal nachgeguckt und gesehen, dass Porenta auf Level 16 Furienschlag lernt. Und das Geile an Furienschlag ist, es kann bis zu 5-mal treffen. Das heißt, einmal Furienschlag drücken kann bis zu 5 KP Schaden machen. Und Crits sind noch nicht mal mit einberechnet. Dementsprechend dachte ich, okay, komm, wir bringen jetzt Porenta auf Level 16, versuchen es dann nochmal. Und tatsächlich hat es immer noch nicht geklappt. Und ich habe es wieder ein paar Mal versucht, allerdings wollte es einfach ums Verrecken wirklich nicht klappen. Selbst mit Sandwirbel und dann Furienschlag, es hat am Ende nicht geklappt. Ich kam eigentlich immer gut relativ zu Onix, allerdings war dann Schluss. Und dann habe ich nochmal 2 Level trainiert, war dann Level 18, habe es dann nochmal probiert und dann hatte ich tatsächlich auch einen Run, wo es funktioniert hat und wir Rocco endlich besiegen konnten. Und nachdem die Qual dann durch war, ging es weiter. Auf der Route dann die paar Trainer geklatscht bis zum Mondberg. Im Mondberg dann die Items mitgenommen, die man mitnehmen konnte. Was gut ist, wir haben hier auch Raub gefunden und Raub haben wir direkt mal Porenta beigebracht. Denn jetzt kann ich zumindest Gesteins-Pokémon bisschen besser treffen. Auch wenn Raub nicht die stärkste Attacke ist und hier auch noch eine spezielle Attacke ist, hat es trotzdem was gebracht. Denn damit konnten wir jetzt gegen die Kleinstands im Mondberg ein bisschen besser antreten. Und potenziell Items klauen ist auch immer was Nettes. Im Mondberg dann auch direkt noch ein Paras mitgenommen, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, ja, ich nehme Paras dann für den Zerschneider und Paras kann auch Blitz lernen, bis mir dann später eingefallen ist, ah, warte mal, ich darf ja kein Pokémon fangen und ich brauche 10 für Blitz.
von dem her muss ich durch den Felstunnel später blind. Durch den Mondberg durch, auf nach Azuria City. In Azuria City dann der Sonderbonbon mitgenommen, denn ich darf tatsächlich Sonderbonbons nutzen, allerdings spare ich mir die erstmal. Weiter ging es dann wieder oben im Kampf gegen Liam, das hat auch relativ gut funktioniert. Und dann ging es oben die Nuggetbrücke durch, die ganzen Trainer, die ich nehmen musste, habe ich mitgenommen, an den anderen bin ich vorbeigelaufen. Wir waren bei Bill, haben uns das Bootsticket geholt und dann ging es schon zur Arena. Gegen Misty war ein bisschen das Problem, ja, ich kann hier versuchen mit Sandwirbel etc. was zu machen, dass ihr Starmie eventuell die Aquawelle misst. Das Problem ist nur, dass sie auch Sternschauer hat und Sternschauer trifft immer. Dementsprechend musste ich jetzt einfach hoffen, dass ich mit Forienschlag durchging. Nach 1, 2, 3 Anläufen hat es auch funktioniert und wir konnten tatsächlich Misty schlagen. Nachdem wir Misty besiegt haben, ging es weiter in den Süden in Richtung Urania City. Hier haben wir uns erstmal kurz die Angel geholt, auch wenn wir die absolut nicht brauchen, und auch den Fahrradcoupon, um uns später das Fahrrad zu holen. Danach ging es dann auf zur MSN und dort haben wir alle Trainer ausgelassen, haben die Items mitgenommen, die man nehmen konnte, die mir eventuell im weiteren Verlauf was gebracht hätten, und dann hieß es auch wieder Liam klatschen und hey, das hat auch wieder super easy funktioniert und dann konnten wir einfach dem alten Mann genüsslich seinen Rücken massieren und haben den Zerschneider bekommen und konnten dann weiter. Dementsprechend Zerschneider kurz Paras geben und auf zur Arena von Major Bob. Währenddessen hat Porenta tatsächlich auch eine neue Attacke gelernt und zwar die Zornklinge. Die Zornklinge ist ja auch ein ziemlich cooler Move, denn erstmal habe ich jetzt den Sandwirbel verlernt, dann das Problem, die Signature-Attacke der Arena ist Schockwelle und Schockwelle ist eine Attacke, die immer trifft, das heißt, es bringt mir absolut nichts da versuchen, mit Sandwirbel die Genauigkeit zu senken. Zornklinge hat weiterhin den Vorteil, dass sich die Stärke immer wieder verdoppelt, solange ich treffe. Und wenn ich Major Bobs erste zwei Pokémon mit den Zornklingen so kill, dass ich einen letzten Zornklingen-Hit eventuell für sein Raichu habe, kann ich dieses Raichu one-hitten. Dementsprechend in die Arena, das Rätsel gelöst und dann ging es auch schon zum Kampf gegen Major Bob. Vor dem Kampf Porenta noch eine Arena-Beere gegeben, denn sein Pikachu hat Statik und da habe ich keine Lust drauf und dementsprechend Arena-Beere. Nach ein paar Anläufen hat es dann auch funktioniert. Ich hatte meistens immer das Pech, dass Pikachus Statik tatsächlich getriggert hat. Allerdings kam dann auch noch Raichu auf die Idee, hey, wir können ja noch eine Donnerwelle draufhauen und dann war ich am Ende doch wieder paralysiert. Aber nach ein paar Anläufen hat es am Ende dann durch Zornklinge und Furienschlag funktioniert und ich konnte knapp Major Bob auch noch besiegen. Dementsprechend lief es bisher eigentlich ganz gut und ich musste nur ein einziges Mal vor Roku trainieren und ich hoffe mal, das bleibt auch weiterhin so. Nachdem wir dann Major Bob auch noch fertig hatten, ging es wieder hoch zu Azuria und dann in Richtung Lavandia, Richtung Felstunnel. Auf der Route haben wir dann Aeroas mitgenommen, was ziemlich cool ist, denn Aeroas ist eine Attacke, die immer trifft und dadurch haben wir jetzt keine Angst mehr vor Pokémon mit Doppelteam etc. Dementsprechend die Route gemacht und jetzt ging es an den Felstunnel. Da ich keinen Blitz habe, musste ich blind durchgehen und das wäre auch eigentlich gar kein Problem gewesen, weil ich Generation 1 schon so oft gespielt habe, ich habe kein Problem damit, da blind durchzugehen. Das Problem ist nur, da ich eben so wenig Trainer wie möglich machen muss, habe ich mir währenddessen einfach die Map vom Felstunnel aufgelassen und bin dann so durchgelaufen, dass ich halt wirklich gegen die wenigsten Trainer kämpfen musste. Das hat auch alles super funktioniert und wir kamen in Lavandia an und das allererste, was ich gemacht habe, ist runter auf den Steg in das Haus und habe mir die TM Rückkehr geholt. Denn Rückkehr ist die beste Normalattacke, die wir ja haben können. Das kann maximal 102 Stärke haben, ohne Recoil, ohne irgendwas. Und für einen Porenta ist das definitiv der beste Move. Nachdem wir Rückkehr geholt haben, ging es dann nach Prismania City. Da haben wir uns erstmal auch direkt Fliegen geholt. Ich habe es mal noch nicht beigebracht, weil ich mir dachte, jetzt brauche ich es noch nicht zwingend und da ist mir die Treffsicherheit von Aeroas definitiv wichtiger. Nachdem wir Fliegen hatten, sind wir auch direkt in die Arena, denn da muss ich nicht großartig trainieren, das ist eine Pflanzenarena und ohne irgendwelche großen Probleme ist Porenta am ersten Try direkt durchgegangen. Nachdem wir das hatten, sind wir auch ins Rocket Hauptquartier, haben die Items mitgenommen, die Rüpel außer Acht gelassen, gegen die wir nicht kämpfen müssen und dann ging es zu Giovanni. Giovanni war ein bisschen nervig, denn er hat hier eben noch einen Onix und ja, da hatte ich ein bisschen Struggle, aber es hat am Ende relativ gut funktioniert, denn Porenta hat inzwischen auch den Schwerttanz gelernt und mit dem Schwerttanz ist es halt ziemlich cool, wenn ich einfach mal plus 2 Angriff gehen kann und dann waren die ganzen Pokémon auch absolut kein Problem mehr tatsächlich. Nachdem Giovanni gegen die Wand gedrückt wurde, haben wir auch die Sylph-Scope bekommen, konnten damit in den Lavandia Tower, konnten Liam natürlich mal wieder eine ordentliche Porenta-Schelle geben, den Lavandia-Turm machen, alle Items mitnehmen und am Ende den guten alten Mr. Fuji retten, der uns dann die Pokéflöte gegeben hat. An dem Punkt dachte ich mir, okay, wo gibt's Überreste? Ich möchte Überreste haben. Das Problem ist, Überreste gibt es unter Relaxo, allerdings nur mit dem Detektor. Das Item findet man tatsächlich nicht einfach so, wenn man da hinklickt, sondern man braucht den Detektor. Und dafür muss ich 30 Pokémon gefangen haben, um den zu bekommen. Und das schaffe ich in der Challenge nicht. Dementsprechend keine Überreste für uns. Dementsprechend kurz an Relaxo vorbei und Richtung Fuxania City. Dann in Fuxania City in einem Lauf durch die Safari-Zone. Wir haben die Goldzähne mitgenommen, wir haben Surfer mitgenommen und eine wichtige TM, die super wichtig werden kann, und zwar Stahlflügel. Denn damit ist es tatsächlich durch Schwertanz möglich, Gesteins-Pokémon besser zu treffen als mit Zornklinge. Und Zornklinge habe ich an dem Punkt auch nicht mehr gebraucht. Dann noch kurz die Goldzähne gegen Stärke eintauschen
und ab in die Arena gegen Koga. Der Kampf gegen Koga war tatsächlich ein bisschen zäh, denn er hat ein Level 43 Smogmog, was ein ordentliches Level tatsächlich ist. Und ich muss da irgendwie versuchen, mit Schwertanz und Rückkehr durchzukommen. Das Problem ist, ich kann ihn natürlich auch boosten, allerdings ist die Möglichkeit immer da, dass ich vergiftet wurde. Und nach ein paar Tries hat es dann tatsächlich funktioniert und wir konnten easy Koga besiegen und damit den 6. Orden holen. Nachdem wir die Arena geholt haben, ging es dann nach Saffronia City in die Sylphscope. In der Sylphscope dann kurz auf Ebene 4 den Türöffner holen, dann Ebene 2 eine Tür öffnen, den richtigen Porter nehmen und da stehen wir wieder vor Liam. Und der Kampf gegen Liam hat tatsächlich relativ gut funktioniert, denn gegen die Übermacht von Porenta ist Liam einfach chancenlos. Dann noch kurz Lapras mitgenommen, denn Lapras ist cool, da es Surfer und Stärke lernen kann und wir das definitiv jetzt auch dann demnächst brauchen. Und nachdem wir dann noch Giovanni fertig geklatscht haben, haben wir den Meisterball einfach noch als Flex mitgenommen, auch wenn wir den niemals brauchen würden. Nachdem dann die Sylphscope geschafft war, ging es weiter zur Zinnoberinsel, dementsprechend nach Hause, nach Alabastia, runtersurfen und zur Zinnoberinsel. Und in der Zinnoberinsel ganz kurz durch das Pokémon-Haus gehen, den Fragezeichen öffnen holen, damit wir in die Arena von Pyro kommen. Und Pyro war eine Challenge, denn er hat ein Fukano und ein Arcani. Die haben beide Bedrohung. Das heißt, sie können mich beide zusammen auf minus 2 Angriff hauen. Das heißt, ich muss versuchen, gegen Fukano erstmal auf plus 6 zu kommen, beziehungsweise plus 5 durch seinen Bedrohung. Und das Problem ist, ich habe es so häufig versucht, aber er trifft und trifft und trifft jeden Feuersturm, den er eingesetzt hat. Und es war mir einfach nicht möglich, dass ich da irgendwie was hinbekomme. Deswegen, ich habe so oft versucht und irgendwann hat es tatsächlich funktioniert, dass er 2 Feuerstürme gemisst hat und ich konnte dann Fukano nehmen. Ponita an sich war auch kein Problem, aber jetzt kommen wir zu seinen krassen Mons. Und das sind Galoppa und Arcani. Und oh nee, gegen Galoppa ist das Ding, entweder muss ich hoffen, dass der Feuersturm misst, oder ich muss hoffen, dass inzwischen meine Flinkklaue triggert, denn ich habe inzwischen auch die Flinkklaue, was ein super starkes Item ist, weil ich zu 10% dann einfach Erstschlagschance habe und das ist definitiv was, was einem Porenta auf jeden Fall gefehlt hat. Und nach so vielen Versuchen hat es dann endlich geklappt und ich habe das Galoppa dann auch noch wegbekommen und war in der Range und dann ging es jetzt nur noch gegen Arcani. Und gegen Arcani hat es dann tatsächlich am Ende auch funktioniert und wir konnten mit Porenta jetzt auch den 7. Orden holen. Nachdem wir die Arena dann fertig hatten, sind wir raus, Bill hat uns angesprochen und wir mussten kurz das Island 1 bis 3 Zeug erledigen. Ich habe tatsächlich im Nachhinein nochmal nachgeguckt, ich hätte das gar nicht machen müssen. Das kann man tatsächlich überspringen, ich habe es in dem Moment aber einfach nicht gewusst und habe es gemacht. Von dem her, ja, haben wir jetzt die paar mitgenommen, sollte aber nicht ganz so tragisch sein. Und nachdem wir das alles gemacht haben, ging es auf zur Vertania Arena. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Arena-Leiter immer noch nicht da ist und das Problem ist, ich habe einfach komplett Sabrina vergessen. Dementsprechend nochmal nach Saffronia City, dann in die Arena rein, alle Teleporter nutzen, ohne einen Kampf zu machen und gegen Sabrina kämpfen. Und Sabrina war tatsächlich First Try, denn alle Pokémon wurden einfach direkt von der Rückkehr weggekloppt. Und das war mit Abstand der einfachste Kampf, was tragisch ist, weil sie ist, glaube ich, einfach mal, wenn nicht die stärkste Arena-Leiterin normal in der Generation. Aber was will man gegen Porenta machen, wenn die Flinkklaue triggert? Und nachdem wir dann endlich auch Sabrina hatten, ging es weiter zu Giovanni. 2 Leute in der Arena musste ich machen, damit ich schnell zu Giovanni komme. Gegen Giovanni ging es dann noch ran und der Kampf war überraschenderweise recht einfach, denn ich musste mich ein bisschen boosten, musste natürlich auch hoffen, dass er jetzt nicht eventuell auf seine Gesteinsattacken gegen mich geht. Und am Ende hat es dann auch geklappt, durch Stahlflügel und Rückkehr sein komplettes Team auseinandergenommen, da sein Dicktier auch nicht genug Schaden tatsächlich gegen uns macht. Und wir haben damit den 8. Orden mit Porenta im Solo-Run geholt. Danach ging es dann auf zur Liga. Vorher mussten wir allerdings natürlich nochmal Liam klatschen und hier haben wir schon gemerkt, okay, das Taubos kann echt ein bisschen nervig werden, denn es hat halt auch Aeroas und macht uns eigentlich immer ganz guten Schaden und dann hat er noch schnelle Pokémon wie Simsala oder auch sein Turtok, was bulky ist und definitiv einen Move tankt. Nach ein paar Versuchen hat es dann aber auf jeden Fall gegen Liam geklappt und wir sind durch die Siegestraße. Nachdem wir durch die Siegestraße dann tatsächlich ohne Trainerkampf gegangen sind, waren wir endlich da und zwar auf dem Indigo-Plateau. Porenta war inzwischen Level 50 mit dem Moveset Fliegen, Rückkehr, Schwertanz und Stahlflügel. Und mir war klar, allein der erste Kampf gegen Lorelei, der wird jetzt ziemlich krass. Ich habe es erstmal auf Level 50 versucht. Das Problem ist an der Stelle nur, dass das Yugong vielleicht, wenn ich Glück habe, Bodyguard drückt und dann danach Hagelsturm und dann Eisstrahl. Allerdings bin ich auf Level 50 in einer Range, wo der Eisstrahl mit dem Hagelsturm zusammen mein Porenta killt, bevor ich ihr Team auseinandernehmen kann. Und das große Problem ist tatsächlich, ich muss auf plus 6 kommen, denn sonst kann ich das Lamus und das Lapras nicht one-hitten. Und das ist definitiv ein Problem. Dementsprechend habe ich ewig lange versucht, das auf Level 50 zu schaffen. Es hat nicht funktioniert und dann dachte ich, okay, ich darf die Items außerhalb des Kampfes ja nutzen. Habe meine 6 Sonderbonbons, die ich hatte, alle in Porenta reingeschmissen und dann ging es nochmal
nochmal los. Porenta Level 56 gegen Lorelei. Ich musste den Kampf öfters neu starten, denn ich musste einfach hoffen, dass die ersten drei Attacken, auf die Yugong geht, Bodyguard, Hagelsturm und Eisstrahl sind. Denn wenn er zweimal auf Eisstrahl geht, ist Porenta tot. Wenn er auf Hagelsturm, Eisstrahl, Eisstrahl geht, funktioniert alles auch nicht. Ich muss hoffen, dass diese drei Attacken in beliebiger Reihenfolge tatsächlich kommen. Und nach ein paar Versuchen hat es dann endlich geklappt. Ich war plus 6 und konnte dann mit der Rückkehr Yugong besiegen. Lamus war auch kein Problem mehr. Rosana erst recht nicht. Lapras tatsächlich auch nicht. Ich dachte, Lapras könnte eventuell noch eins tanken und ich muss ja auf den Crit gehen. Hat es aber allerdings nicht getankt. Und zum Schluss dachte ich, okay, Austoss. Das Ding hat so eine gute Verteidigung. Auf plus 6 wird das eine Rückkehr tanken, aber tatsächlich nicht. Der KP-Wert war so schlecht von Austoss, dass ich tatsächlich mit einer Rückkehr von Porenta durchgehen konnte und wir den ersten Top-4-Kampf gewinnen konnten. Das große Problem ist jetzt allerdings Bruno. Ja, Nocturne, Kikle und Machomai sind nicht das größte Problem, allerdings sind da zwei Onyxe und diese Onyxe haben Felsgrab und das ist ein Riesenproblem, weil nicht nur, dass dieses Felsgrab uns erstmal massiven Schaden macht, nein, es senkt auch noch unsere Initiative, wodurch wir auf jeden Fall langsamer als die anderen Pokémon sind. Und ich habe auch diesen Kampf wieder so oft neu gestartet, das war nicht mehr feierlich. Denn selbst wenn ich es irgendwann mal geschafft habe, mit Porenta auf plus 6 zu kommen und dann auch Onyx killen konnte, war ich in der Range, wo Nocturne reinkommt und immer Tempo-Hieb drückt und Porenta damit einfach killt. Das heißt, ich darf nicht in der Range kommen, in der Nocturne Tempo-Hieb drückt. Und dann muss ich wiederum auch noch dafür sorgen, dass sie Flinkklaue triggert, damit ich eben schneller bin, da Felsgrab ja wie gesagt meine Initiative senkt. Nachdem ich es dann so oft versucht hatte, hat es endlich funktioniert, da ich zwei Schwertänze bekommen habe, während Onyx beide Felsgrab gemisst hat. Zusätzlich auf plus 4 konnte ich dann sogar das Onyx killen, weil ich gecrittet habe. Der Crit hat allerdings wahrscheinlich eher nicht gemattert, war aber trotzdem so, dass ich den definitiv nehme. Gegen Machomai musste ich jetzt tatsächlich Fliegen drücken und konnte es nicht mit Rückkehr rausnehmen, denn auf plus 4 killt die Rückkehr tatsächlich leider nicht. Zum Glück hat Fliegen auch getroffen, nachdem sie in einem vorherigen Run tatsächlich da gemisst hatte. Und auch Nocturne und Kikle waren kein Problem und dann stand nur noch ein Onyx da und ich war noch bei Full Health, hatte eigentlich kein Problem und habe Stahlflügel gedrückt und das hat es ganz, ganz knapp tatsächlich noch getankt. Was hier auch gezeigt hat, das andere Onyx war schwächer, von dem her hat der Stahlflügel-Crit da wahrscheinlich nicht gemattert. Und ich dachte erstmal so, okay, jetzt muss ich hoffen, dass jetzt kein Blödsinn mehr kommt. Onyx ist auf Risikotackle und ja, am Ende konnte ich dann tatsächlich mit Porenta Bruno endlich besiegen. Kommen wir weiter zu Agathe. Und Agathe hat Geist-Pokémon und das ist blöd, denn da kann ich Rückkehr einfach mal komplett knicken, außer gegen Arbok und gegen Golbat. Dazu ist dieses erste Gengar mit Doppelteam, Konfusstrahl und Toxin einfach super nervig. Ich habe mir an der Stelle Aeroas zurückgewünscht, weil ich habe diesen Kampf auch wieder so oft versucht, aber Gengar ist immer mit Doppelteam als meine Attacken gedodged und sobald ich ein Toxin bekomme, ist es eh vorbei. Und Konfusstrahl, wenn ich mich mit Schwertanz hochbooste, ist halt leider auch nicht so nice, wenn ich mich selber haue und mir dann fast 50% mache. Dementsprechend muss ich mit Schwertanz auf plus 4 kommen, ohne toxiniert zu werden, am besten auch ohne verwirrt zu werden oder mich dann zumindest nicht selber hauen und muss dieses Gengar loswerden. Und dann hat es am Ende auch endlich geklappt. Ich konnte auf plus 4 gehen und konnte Gengar nehmen, ohne Schaden bekommen zu haben. Dementsprechend waren dann auch Golbat, Arbok auch kein Problem mehr. Das zweite Gengar musste ich dann die Hypnose dodgen, denn es kann leider Hypnose. Und dadurch, dass ich tatsächlich noch voll war, hatte ich mit der Matschbombe auch kein Problem mehr, weil es zum Glück hier noch eine physische Attacke war, sonst hätte das definitiv mehr Schaden gemacht. Zum Schluss kam dann noch Apollo, was tatsächlich noch ein bisschen nervig wurde, weil es auch Hypnose eingesetzt hat und dann Fluch. Und im letzten Zug, in dem ich der Fluch gekillt hätte, wacht Porenta auf, nimmt mit Stahlflügel dieses Apollo raus. Und finally den dritten Top-4-Kampf auch endlich mit Porenta geschafft. Und es fehlen jetzt nur noch zwei Kämpfe. Problem? Siegfried. Und Siegfried hat ein Gyarados. Und dieses Gyarados kann Hyperstrahl, was hier noch eine physische Attacke war und dementsprechend super strong ist. Dadurch, dass Gyarados auch noch den Bedroher hat, muss ich tatsächlich auf plus 5 kommen. Das heißt, ich muss dreimal Schwertanz klicken. Dementsprechend muss ich hoffen, dass Gyarados eventuell dreimal auf Biss geht, dreimal auf Drachenwut geht oder den Hyperstrahl irgendwie miss, damit ich dieses Gyarados dann auf plus 5 killen kann. Es hat ewig gedauert. Es hat wirklich ewig gedauert. Und ab dem Punkt habe ich dann tatsächlich mit Safe States gearbeitet. Denn es hat dann am Ende tatsächlich funktioniert und ich konnte Gyarados rausnehmen und hatte noch genug KP. Das große Problem ist, dass hier halt immer Aerodactyl kommt und Aerodactyl kann Antikraft. Das ist eine Attacke, die nicht missen kann, die hier noch physisch ist und die Porenta nicht mal bei voller KP trifft. Das heißt, ich muss diesen ganzen Gamble gegen Gyarados machen und dann am Ende muss die Flinkklaue gegen Aerodactyl triggern und meine Stahlflügel müssen auch noch treffen. Nachdem ich es erstmal so oft versucht hatte,
habe ich irgendwann dann tatsächlich, nachdem ich Gyarados endlich soweit hatte, habe ich einen Safe-Set gesetzt, damit ich quasi dieses Aerodactyl immer so, nenne ich es mal, resetten konnte. Das hat mir alles am Ende nur ein bisschen Zeit eingespart. Rein theoretisch ist es natürlich alles möglich, ist es nur sehr unwahrscheinlich, aber möglich ist es. Von dem her, ja, hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ich da ein bisschen mit Safe-Sets gearbeitet habe. Und lustigerweise, nachdem ich diesen Safe-State gesetzt habe, hat einfach die erste Flintklaue direkt getriggert und Aerodactyl war weg. Die Dragoniers waren kein Problem für die Rückkehr, beide sind dran draufgegangen und jetzt war noch das Problem, dass es ein Dragoran gibt. Und Dragoran outspeedet leider mein Porenta und da muss ich jetzt noch hoffen, dass ich entweder einen Move tank oder er auf einen Move geht, der eventuell irgendwie missen kann oder dass eben die Flintklaue nochmal triggert und nach ein paar Versuchen hat es auch geklappt und ich konnte Dragoran endlich mit der Rückkehr killen und wir haben damit tatsächlich ohne weiteres Training immer noch nur das Training vor Rocco. Wir konnten jetzt die Top 4 besiegen, nur mit Porenta. Und jetzt gibt es nur noch eine Station, die wir überwinden müssen und das ist der Champ Lian. Und der Kampf war auch wieder eine Qual, denn er hat jetzt unter anderem ein Arcani, was unseren Angriffswert später wieder runtersenkt, wenn es reinkommt. Er hat ein Rizeros, was super tanky auf der physischen Seite ist. Dementsprechend musste ich hier leider auch wieder mit Safe States arbeiten, weil sonst wäre ich hier wahrscheinlich 30 Stunden oder so dran gesessen. Gegen Tauboss musste ich es irgendwie schaffen, auf plus 6 zu kommen, ohne zu viel Damage zu fressen. Und das Ganze hat am Ende nur funktioniert, weil ich plus 6 gehen konnte, er auf jeden Fall mal Sandwirbel gedrückt hat, was absolut irrelevant ist, denn das Coole ist, Porenta hatte die ganze Zeit über Adlerauge und ich hatte nie Probleme mit Sandwirbel. Denn Adlerauge verhindert, dass meine Genauigkeit gesenkt werden kann. Und nachdem es am Ende tatsächlich funktioniert hat und ich mit genug KP potenziell dastand, war jetzt nur noch ein Problem. Jetzt muss die Flintklaue gegen Tauboss triggern, damit ich tatsächlich Tauboss rausnehme, ohne nochmal diesen Aeroas-Schaden zu bekommen, denn sonst komme ich in eine Range, wo Arcani reinkommt und Turbo-Tempo drückt und ich down bin. Und das ist ein bisschen nervig. Das heißt, ich musste aus diesem Kampf auf plus 6 rauskommen. Die Flintklaue musste dann auch noch gegen Tauboss triggern und Gott, saß ich hier wieder ewig lange. Allerdings hat es dann finally funktioniert und ich war in einer KP-Range, in der ich gehofft habe, dass Arcani hier nicht auf Turbo-Tempo geht. Gegen Simsala muss dann entweder die Flintklaue triggern oder er muss auf Core Mind gehen, denn eine Psychokinese killt Porenta, was dann auch relativ gut funktioniert hat. Und da kam Rizeros. Und bei Rizeros ist das Problem, entweder hoffe ich, dass er misst, oder ich muss ihn critten. Und auch wieder hier, nach sehr, sehr langen Versuchen, ich saß in dem Kampf da echt schon eine Weile, hat es endlich geklappt und die Stahlflügel haben auf plus 6 gegen Rizeros gecrittet. Kokowai war am Ende auch kein Problem mehr. Und dann kam Arcani rein, was natürlich meinen Angriff erstmal wieder auf plus 5 runtergehauen hat. Und zum Glück war ich nicht in einer Range, in der er auf Turbo-Tempo geht und dementsprechend mich nicht killen würde. Und ich konnte mit der Rückkehr Arcani auch noch killen. Und jetzt ist nur noch das Problem, Turtok. Turtok ist da. Ich bin schneller als Turtok, von dem her ist das kein Problem. Allerdings bin ich in der Range, wo jede Attacke von Turtok mich killt. Dementsprechend muss ich hier wieder hoffen, dass die Hydro-Pumpe misst oder dass ich critte. Und nachdem ich auch das ein oder andere Mal tatsächlich dann am Ende nochmal bei Turtok draufgegangen bin, hat es endlich funktioniert. Es hat die Hydro-Pumpe gemisst. Es ist zwar in eine Range gekommen, wo sich mit der Zitrobeere wieder hochgehalten hat, was aber ganz okay war. Denn, ja, dann musste er hochheilen und zweimal Rückkehr hat am Ende ausgereicht und wir konnten tatsächlich mit Porenta Lian besiegen und wurden Champ der Liga. Und damit haben wir es finally geschafft, mit Porenta Pokémon Feuerrot durchzuspielen. Prinzipiell natürlich, ja, es ist möglich. Kleiner Spoiler, diese Videos oder diese Art von Videos sind meistens immer möglich, weil man rein theoretisch auf der ersten Runde sein Pokémon auf Level 100 bringen konnte. Aber ich wollte mir die Challenge eben stellen, dass ich gegen so wenig Leute wie möglich kämpfe und dementsprechend ich Porenta auch nicht überlevel. Wenn man es dementsprechend genau nimmt, nein, es ist nicht möglich. Man kommt mit einem Level 6 Porenta nicht an Rocco vorbei. Allerdings kann man da ein bisschen trainieren und danach habe ich nicht ein einziges Mal Porenta trainiert. Die Safe-Sets haben es wie gesagt nur ein bisschen einfacher gemacht. Falls ihr da wirklich komplett gegen seid, lasst mir da auch gerne Kritik in den Kommentaren da. Wie gesagt, das war die erste Challenge, die ich in die Richtung gemacht habe. Ich bin in diesem Game absolut nicht drin. Dementsprechend würde es mich wirklich freuen, wenn ihr mir Feedback da lassen würdet und das Ganze vielleicht nicht so ernst nehmt. Dementsprechend seid bitte nicht so böse zu mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich jetzt wie gesagt über einen Like freuen. Wie gesagt, das wäre sehr cool, wenn wir 250 Likes eventuell schaffen könnten. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen, falls ihr mehr sehen wollt, denn momentan knüppel ich Content raus und es macht so unfassbar viel Spaß. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne einen Vorschlag da, welche Challenge man als nächstes machen könnte. Es darf auch gerne ein anderes Spiel sein, ein anderes Pokémon etc. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und man sieht sich. Bis dann und ciao.